Es geht auf die letzten 500 Meter zu mit Henry Buitenzorg. Kimberly Swish lässt sich an der Außenseite nicht abschütteln. 14,6, 17,3, 16,2, die ersten Durchgangszeiten. Dann setzt auch Hede Greenwood noch einmal nach. Cunningham jetzt mit freier Fahrt. Es geht auf die letzte Ecke zu. Henry Buitenzorg, Kimberly Swish außen. Die beiden vorderen haben sich ein wenig absetzen können. Dahinter kommt dann Hede Greenwood gemeinsam mit Cunningham außen. Druck hier an der letzten Ecke von Kimberly Swish. Es geht in den Einlauf hinein. Kimberly Swish geht vorbei. Und Kimberly Swish, Hiltje Tjalsma werden immer länger auf den letzten Metern. Platz 2 bleibt dahinter bei Henry Buitenzorg, dann Cunningham mit Hede Greenwood, Quickwinner, Henriette Sisu, dann Edwin Hornlein. Und es gibt ein Deckenset dann auch für einen Axel W. Rose. So, die Pferde ordnen sich ein für das fünfte Rennen. Axel W. Rose, die Startnummer 1 mit Leni Tam, die 3 Cunningham, Thomas Maaßen, Henriette Sisu, die 4 mit Tom Carton. Dann haben wir die 5 Henry Buitenzorg, Jörg Hafer, die 6 Quickwinner, Christoph Pelander, 7 Kimberly Swish, Hiltje Tjalsma, Edwin Hornlein, die 8 Gabi Hendricks und Hede Greenwood, die 9 mit Willem Hendricks. 100 Meter bis zur Startmarke. Ja, und das war dann der Start zum fünften Rennen. Dritter Wertungslauf zur heutigen Adventsmeisterschaft mit Henriette Sisu und Tom Carton übernehmen hier schnellen Schrittes in den ersten Bogen hinein das Kommando. Henry Buitenzorg an der Außenseite greift hier sofort an und da gibt es dann im ersten Bogen den Führungswechsel. Henry Buitenzorg jetzt nach vorne gezogen vorbei an Henriette Sisu. Dahinter ist Cunningham an der Innenkante momentan drittes Pferd. Dann zieht an der Außenseite auch Kimberly's Wish auf mit Hiltje Tjalsma. Geht zunächst einmal vorbei an Cunningham. So geht es dann hinauf in die Überseite unter der Führung von Henry Buitenzorg. Henry Buitenzorg, schöne Ausgangsposition dahinter in zweiter Position im Windschatten von Henry Buitenzorg. Da sehen wir dann Henriette Sisu. Kimberly's Wish an der Außenseite setzt nach, ist drittes Pferd. Cunningham dahinter in vierter Position und außen zieht dann auch Hede Greenwood auf die Startnummer 9. Die vorderen 5 Pferde haben sich ein bisschen absetzen können von der restlichen Konkurrenz. Dann setzte auch noch einmal Christoph Pelander nach mit Quick Winner. Der ist bislang fehlerfrei und der hat jetzt auch den Anschluss an die vorderen Pferde gefunden. Pferde in der Tribünengeraden an der Spitze. Da macht Henry Buitenzorg die Fahrt. 1000 Meter noch bis zur Linie. Henry Buitenzorg, Kimberly Swish außen. Dahinter im Windschatten von Henry Buitenzorg. Da sehen wir Henriette Sisu. Dann ist es Cunningham momentan ohne freie Fahrt. Denn außen ist Hede Greenwood aufgezogen. Anschluss hat dahinter dann auch Quick Winner. Die beiden restlichen Teilnehmer folgen deutlich zurück. Das sind Axel W. Rose und Edwin Hornlein. Es geht in Kürze hinauf in die letzte Überseite. Es gibt ja zwei Deckensets, zum einen für den Sieger, zum anderen für das letztplatzierte Pferd und das könnte möglicherweise Axel W. Rose sein. Es geht auf die letzten 500 Meter zu mit Henry Buitenzorg. Kimberly Swish lässt sich an der Außenseite nicht abschütteln. 14,6, 17,3, 16,2, die ersten Durchgangszeiten, dann setzt auch Hede Greenwood noch einmal nach. Cunningham jetzt mit freier Fahrt. Es geht auf die letzte Ecke zu. Henry Buitenzorg, Kimberly Swish außen. Die beiden vorderen haben sich ein wenig absetzen können. Dahinter kommt dann Hede Greenwood gemeinsam mit Cunningham außen. Druck hier an der letzten Ecke von Kimberly Swish. Es geht in den Einlauf hinein. Kimberly Swish geht vorbei. Und Kimberly Swish, Hiltje Tjalsma werden immer länger auf den letzten Metern. Platz 2 bleibt dahinter bei Henry Buitenzorg, dann Cunningham. Mit Hede Greenwood, Quickwinner,
Henriette Sisu, dann Edwin Hornlein. Und es gibt ein Deckenset dann auch für einen Axel W. Rose.